Der wahre Tod ist der Status der friedlichen Vergessenheit, den alle Staubmenschen anstreben, und das zu erreichen sie anderen verhelfen. Er schnalzt missbilligend mit der Zunge. Alles, was die Seele an dieses Leben bindet, ist aus unserem Bund verbannt. Seien diese Bindungen Besitztümer oder Gefühle? Siehst du, Leidenschaften sind sozusagen Anker der Seele und hindern uns daran, den wahren Tod zu erlangen. Er schüttelt seinen Kopf. Sehr schlecht, sehr schlecht. Also er widerspricht sich einfach selbst. Na gut, ich hätte da noch ein paar Fragen. Natürlich, natürlich. Ich suche nach einem Mann namens Ferret. Hast du ihn gesehen? Mortai runzelt die Stirn. Das ist einer von diesen Sammlern, nicht wahr? Ich weiß nicht viel über ihn. Ich glaube, der eingeweihte Emmerich hat ihn mal kurz erwähnt. Ja, das kann sein. Mortai sieht sich um. Emmerich sollte hier irgendwo in der Bar sein. Ist in der Regel hinten in einer Ecke, am ersten Tisch zu finden, glaube ich. Der eingeweihte Emmerich? Wer hat ein bisschen mehr zu erzählen über ihn? Ein respektierter Eingeweihter des vierten Kreises. Ein sehr weiser Mann. Mortai betrachtet dich mit leicht besorgtem Blick. Was hast du denn mit ihm zu schaffen, wenn ich das mal fragen darf? Vielleicht kann ich dir ja stattdessen helfen. Also, ich hatte überlegt, ob ich einen Vertrag mit Emmerich abschließen soll. Könnten wir ein bisschen den Konkurrenzkampf anstacheln, vielleicht kriegen wir da mehr Kupfer. Oder wir könnten das Gleiche nochmal sagen, aber nicht ernst meinen. Naja, doch. Wenn wir jetzt bei ihm den Vertrag unterschreiben und dann zu Emmerich gehen, der das vielleicht nicht gesehen hat, und bei ihm nochmal den Vertrag unterschreiben, kriegen wir vielleicht noch mehr Kupfer. Also sagen wir, also ich hatte überlegt, ob ich einen Vertrag mit Emmerich abschließen soll. Mortai wirkt sichtbar verzweifelt. Nein, nein, guter Herr, er wird euch nicht einmal den halben Preis wie ich für einen solchen Vertrag anbieten. Es wäre ein Taschengeld im Vergleich zu dem, was ich euch geben kann. Überlegt euch das gut, bevor ihr eine vorschnelle Entscheidung trefft. Wie viel mehr bietest du? Mortai schnalzt mit der Zunge. Ich biete euch 100 Kupfermünzen her. Viel, viel mehr, als jeder andere Staubmensch euch jemals geben wird. In Ordnung, ich unterschreibe deinen Vertrag. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Unterschreibe hier, hier und hier. Wir unterschreiben da, da und da. Du nimmst die Schreibfeder in die Hand und beginnst deine Unterschrift in das Pergament zu kratzen. Die Feder macht ein seltsames, kratzendes Geräusch, als sie das Pergament berührt. Wie ein Dolch, der auf Stahl schreibt. Während du versuchst, auf dem Pergament zu unterschreiben, merkst du, wie es sich unter deiner Schreibfeder hin und her bewegt. Wie sehr du es auch versuchst, du scheinst nicht deinen Namen schreiben zu können. Der Vertrag scheint sich aus einem Stück staubiges Pergament in etwas Lebendiges zu verwandeln. Mortai, was ist mit diesem Vertrag los? Als du aufschaust, um mit Mortai zu reden, siehst du anstelle seines Gesichts jetzt einen grinsenden Totenschädel. Der Rest der Bar scheint still zu stehen. Die Gäste sind still, wie zu Statuen gefroren. Mortai öffnet seinen Mund und ein Hauch Staub kommt aus seinem Totenschädel. Mortai? Der Totenschädel spricht mit einem Krächzen, während Staub zwischen seinen Zähnen hervorquillt. Unterzeichne, aber denk daran. Alles hat seinen Preis. Und was kann das Wesen eines Menschen ändern? Die Worte sind ein abgehackter, toter Refrain, wie von 5, 10, 20, 100 Stimmen gesprochen. Alt, jung, weiblich, männlich, verzweifelt, ruhig, hysterisch. Das Wesen eines Menschen? Während du die Worte sprichst, fühlst du dich plötzlich schwach. Und dann hörst du dich plötzlich wieder Mortais Stimme. Normal, und seine Hand liegt auf deiner Schulter. Herr, geht es euch gut? Er lacht unbehaglich. Ich dachte schon einen Moment lang, ich hätte euch verloren, bevor wir den Vertrag unterschrieben haben. Es ist so, als hätte die Zeit ausgeatmet und atme nun wieder normal. Der Rest der Bar ist auch wieder ganz normal und Mortais Gesicht ist kein Totenschädel mehr. Du fühlst einen seltsamen Druck in deinem Schädel, als ob etwas verzweifelt versucht, an die Oberfläche zu gelangen. Aber nicht kann. Diese Erfahrung mit dem Totenschädel, der Staub gesprochen hat, es war so, als hättest du ein Dutzend Erinnerungssplitter zur selben Zeit, die sich alle ineinander bohren
um ein Bild zu schaffen. Und du weißt irgendwie, dass jedes Wort, das der Totenschädel gesprochen hat, zu irgendjemandem gehörte, der jetzt schon lange tot ist. Nur einen Moment, mir geht's gleich wieder besser. Mordor nimmt seine Hand von deiner Schulter weg. Er sieht unbehaglich aus. Eher über die Aussicht, einen Kunden zu verlieren, als aus Sorge um dein Wohlbefinden. Während du auf das staubige Pergament auf dem Tisch starrst, weißt du sicher, dass dies nicht das erste Mal ist, dass du deinen Namen unter deinen Vertrag setzt. Und vielleicht auch nicht das erste Mal, dass du einen solchen Vertrag unterschrieben hast. Also wir könnten es jetzt nochmal anders überlegen, aber nein. Wenn wir es schon mehrfach getan haben und bisher keine wirklich negativen Folgen daraus hatten, machen wir es einfach nochmal. Wir beenden also das Schreiben des Vertrages. Du kratzt ein X an den drei Stellen, die Mordheil dir gezeigt hat, auf den Vertrag. Als du dein letztes Zeichen gerade gemacht hast, schießen Mordheils Hände wie zwei Peitschen vor. Mit der linken Hand streut er Staub über das Pergament, damit die Tinte schneller trocknet, und mit der rechten wirft er einen Strom von Kupfermünzen in deine Hände. Insgesamt 100. Das Geschäft ist perfekt. Leb wohl. Mordheil nickt, als du dich umdrehst, um zu gehen. Er hat einen seltsamen Gesichtsausdruck. Stimmt irgendetwas nicht? Mordheil runzelt die Stirn. Vergib mir, ich muss das nochmal fragen. Bist du sicher, dass wir uns nicht schon einmal getroffen haben? Möglicherweise. Ich kann mich aber nicht an dich erinnern. Mordheil schüttelt den Kopf. Tja, macht nichts. Leb wohl, Mordheil. Ja, macht's gut, macht's gut. Mordheil sieht dich prüfend an, als du weggehst, und du hörst eine leise Stimme murmeln. Irgendetwas an dem... kommt mir bekannt vor, wird er wohl sagen. Gut, gut, also falls wir wirklich nochmal sterben sollten, in der Leichenkammer aufwachen und wieder hier in die Bar getorkelt kommen, sollten wir ihn nicht nochmal ansprechen. Aber wir haben 100 Kupfermünzen bekommen, und das lässt sich sehen. Sprechen wir noch mit den anderen Staubmenschen, wo wir gerade schon mal hier sind, und versuchen noch ein, zwei Verträge zu unterschreiben, bevor die sich irgendwie austauschen. Als du näher kommst, dreht sich die ältere Frau um und starrt dich an. Sieh mal einer an, wer Sera heute mit einem Besuch beehrt. Des Todes liebstes Kind. Sie mustert dich von Kopf bis Fuß und schüttelt dann unglaublich den Kopf. Bei allen Mächten und ihren Müttern. Junge, aus welcher Krypta kommst du denn gekrochen? Die da hinten. Also da wurden wir jedenfalls rein teleportiert. Die Krypta war irgendwie nicht mehr so das Pralle. Darum suche ich jetzt einen richtigen Ort zum Sterben. Kennst du einen? Sie bellt ein Lachen, das deine Ohren erschüttert. Ha, nicht hier. Es sei denn, du willst vor Langeweile sterben. Wieso denn nicht hier? Hat dir jemand deinen Verstand und deine Augen gestohlen, Jungchen? Sie wedelt mit ihrer Hand in der Bar herum. Sieh dich mal um. Was sagen dir deine Äuglein? Ein Haufen lustiger Staubmenschen, die fröhlich zusammen trinken und reden und das Leben so richtig genießen. Du hast aber eine kesse Lippe, Jungchen. Vielleicht ist deine Lippe ja kesser als du selbst. Sere schielt dich an und schnaubt an. Das würde dann auch deine Narben erklären. Aber es erklärt nicht, warum hier ein Staubmensch steht, der sich über andere Staubmenschen lustig macht. Würdest du mir das vielleicht beantworten? Bist du überhaupt ein Staubmensch? Ein Staubmensch? Ich glaube schon. Sere schnüffelt. Ich habe genug Sand durch das Stundenglas laufen sehen, während ich diese Roben anhatte. Dieser Körper ist fast so weit, den Fährmann zu bezahlen. Sie kichert. Aber es klingt nicht gerade fröhlich. Hast du denn Angst vorm Sterben? Klar habe ich das, Jungchen. Wer denn nicht? Sie runzelt die Stirn und sieht sich um. Tja, außer Staubmenschen. Die haben keine Angst. Weil die über die Jahrzehnte schon so viel von ihrem eigenen geistigen Durchfall geschluckt haben, dass sie blind geworden sind und jetzt glauben, der Tod sei eine Art Erlösung. Ja, das ist auch deren Doktrin, wollte ich schon sagen, also deren Vorstellung. Das ist jetzt schon die zweite Staubmenschen, die so komisch drauf ist. Wahrscheinlich sagen die das alle nur, dass sie das so denken und meinen und wollen, aber wirklich glauben tut das keiner von ihnen anscheinend. Außer vielleicht Dahl. Der schien mir aber auch ein bisschen intelligenter und weiser zu sein als der ganze Haufen hier. Was hat denn diese Glaubenskrise bei dir ausgelöst? Sie zuckt die Schultern.
Das Leben, denke ich mal. Es, sie runzelt die Stirn. Ha, mach dir nichts draus. Ich will dich nicht mit alten, öden Einzelheiten langweilen. Ich möchte sie aber gerne hören. Oh, möchtest du das? Sie sieht dich skeptisch an. Tsch, für wie alt hältst du mich, Jungchen? Es macht keinen Unterschied, ob wir sie anlügen oder nicht, würde ich sagen. Keine Ahnung. Und ist mir eigentlich auch egal. Nee, das sagen wir nicht. Es ist uns zwar egal und ihre Geschichte auch. Wir wollen sie nur zum Reden bringen. Also sagen wir mal, die Wahrheit alt. Das wird sie schon verkraften und uns nicht zu übel nehmen. Sie schnaubt verächtlich. Tja, dann hast du nicht recht. Ich bin wirklich alt. Hab lange Jahre die Staubmenschen unterrichtet. Ich habe mit angesehen, wie Staubmenschenwelpen in unseren Orden wuchsen, habe ihnen die Wege des Bundes beigebracht, habe den Glauben gehütet, habe die Grundsätze des Bundes gepredigt. Sie runzelt die Stirn. Und so weiter und so weiter. Keine Fragen, keine Zweifel. Dieses Leben war einfach nur ein Vorzimmer, das zum wahren Tod führte. So weit, so gut? Was ist passiert? Tja, vor einem halben Monat habe ich das Fieber bekommen. Sie seufzt. Ich dachte, das wäre das Ende. Es hat meinen Käfig gerüttelt. Wie jetzt? Ihr Gesicht versteinert sich. Da ist etwas Seltsames dran. Wenn die Mitglieder des Bundes um dein Totenbett rumschleichen wie eine Horde bleichgesichtiger Ghule. Wenn sie nicken und übereinkommen, dass dein Leben und Sterben nur fürs Beste ist. Oh, Sera hat so ein Glück. Sie wird bald von der Last des Lebens befreit. Last des Lebens. Da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das da was. Ein seltsamer Ausdruck breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Hohles dran ist, wenn man das Leben nicht schätzt. Die Staubmenschen sagen immer, dass das Leben Elend und Leid ist. Aber ist es das wirklich? Dass wir glücklich sein sollten, wenn wir in Vergessenheit hinübergleiten. Aber sollten wir das wirklich? Sie schüttelt ihren Kopf. Fragen, Fragen und ganz schön wenig Antworten. Da enthalte ich mich erstmal an eines Kommentars. Das klingt, als ob du nicht mehr an die Philosophien der Staubmenschen glaubst. Ich glaube, ich habe einen Schwarm von Zweifeln, die alle in meinem Schädel rumschwirren. Sie reibt sich die Schläfen. Manchmal ist es hart, die alle ruhig zu stellen. Die wollen mit Antworten gefüttert werden und ich habe sie noch nicht alle rausbekommen. Was wirst du also tun? Um ehrlich zu sein, Jungchen, ich weiß es nicht. Sera seufzt. Das ist das Problem mit Zweifeln. Ich kann nicht mal darauf vertrauen, dass das, was ich fühle, wahr ist. Oder ob ich vielleicht nur vom Tod Angst habe, weil ich ihm mit dem Fieber so nahe gekommen bin. Aber was ich machen soll? Ist das was Vorübergehendes? Ich weiß es nicht. Also wir können sie es leicht lenken wahrscheinlich. Das Erste ist, ihr zu sagen, dass sie eigentlich schon immer Zweifel hatte und sie nie wirklich an die Philosophie geglaubt hat. Das Zweite ist eine Prüfung des Glaubens, dass sie also weiter dran glauben soll. Das Dritte eigentlich auch. Die Philosophie der Staubmenschen ist, dass dieses Leben von Schmerz geprägt ist. Eine Waffe, die das Leben gegen eine Seele einsetzt, um sie an das Dasein zu ketten. Lass deinen Glauben an die Staubmenschen nicht durch dieses Fieber zerstören, die Zeit für diese Zweifel heilen. Aber das ist auf jeden Fall, dass er zur Religion zurückkehren soll. Das Zweite aber auch. Ich würde es als Prüfung des Glaubens betrachten, es klingt, als ob diese Gefühle vorübergehend wären. All die Jahre der Hingabe an die Staubmenschen, das kann nicht falsch gewesen sein. Okay, das ist eine Rückkehr zum Glauben selbst und das ist eher eine Rückkehr zu der Gemeinschaft der Staubmenschen. Nicht unbedingt zu der Religion. Aber uns ist es einerlei. Immer das Erste. Sera, wenn du wirklich an die Staubmenschenphilosophie geglaubt hättest, dann hätte dieses Fieber nicht solche Zweifel bei dir ausgelöst. Sera starrt dich an und nickt dann langsam. Vielleicht, vielleicht. Sie runzelt die Stirn und ihr Gesicht wird vor Konzentration ganz faltig. Ich muss das halt noch eine Weile durchkauen.
Tu das. Es ist keine Kleinigkeit. Mensch, nee. Genug davon, dass ich über meinen Kummer rassle. Sere starrt deine Narben an. Du siehst auch so aus, als hättest du von dem Tod ein paar Mal die Hand geschüttelt. Hat das deine Ansichten nicht ein bisschen geändert? Lässt dich das nicht das Leben ein bisschen mehr wertschätzen? Ha, wir könnten dir jetzt erzählen, was mit uns wirklich passiert ist. Und vielleicht würde sie das sogar einigermaßen verstehen, denn sie ist ja kein wirklicher Staubmensch. Aber wir wurden gewarnt, das nicht zu tun. Und zwar von uns selbst. Und wir sollten eigentlich auf uns hören, hm? Aber schätzen wir das Leben jetzt mehr? Nö. Das Einzige, was uns wichtig ist, sind unsere Antworten. Nicht das Leben. Weder unseres noch das von anderen. Also, nö. Mensch, nee. Das ist eine Schande, Jungchen. Sere räuspert sich hörbar. Wenn das Grinsen eines Totenschädels nicht ausreicht, dich ans Leben zu klammern, gibt es wahrscheinlich überhaupt keine Kraft auf den Ebenen, die etwas Verstand in dich reinprügeln könnte. Ah. Na gut, versuchen wir es mit der Wahrheit. Meine Situation ist einzigartig. Ich bin in der Leichenhalle aufgewacht. Ich vermute, sie hielt mich für eine Leiche und sie wollten mich begraben. Das Seltsame ist, dass ich glaube, wirklich gestorben zu sein und dann wieder gesund geworden bin. Sere blinzelt. Du bringst meinen Sarg zum Klappern. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Stimmt. Seltsam sind die Wege der Ebenen. Und ich habe schon zu viel gesehen, um irgendwelche Geschichten gleich mit der Wäsche rauszuschmeißen. Sie betrachtet prüfend dein Gesicht. Wenn das wahr ist, warum passiert das dann? Also sie scheint schon mal neugierig zu sein und nicht panisch nach den Wachen zu rufen, das ist gut. Vielleicht kann sie uns ja eine andere Perspektive geben. Alles, was ich weiß, ist, dass ich in der Leichenhalle aufgewacht bin und mich an nichts erinnern konnte. Und mein Körper war mit genügend Wunden übersät, um dreimal zu sterben. Jetzt sag das bloß nicht zu laut. Sie sieht sich um. Sehr seltsam. Hab sowas noch nie gehört. Schade um die Erinnerung. Weißt du vielleicht, wieso das passiert? Nee, nicht eine. Hab nie einen gekannt, der den Tod nicht haben wollte. Bis jetzt. Komisch. Na gut. Keine Antworten von ihr. Dann mal leb wohl. Und wir speichern mal wieder ab. Haben ja genug geredet inzwischen. Allzu lange sollten wir uns hier auch nicht mehr aufhalten.